Stunde auf Verlangen der Fraktion Die Linke mit dem Thema Haltung der Bundesregierung zu den sozialen Folgen eines Ölembargos, Schutzschirm für Ostdeutschland jetzt. Interfraktionell wurde so, und vielen Dank dafür. Wir sind also jetzt hier im Deutschen Bundestag. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat hier eben gerade die Sitzung eröffnet, geht gerade noch mal auf die Tagesordnung ein, bevor es dann hier gleich losgeht mit der Befragung der Bundesregierung. In dieser Woche wird sie seinerseits, das Justizministerium ist ja in erster Linie ein Gesetzgebungsministerium, das heißt, es berät hauptsächlich die anderen Bundesminister bei der Vorbereitung der Gesetzesvorhaben, aber das heißt nun nicht, dass Marco Buschmann eher im Hintergrund ist, ganz im Gegenteil, er war in den vergangenen Debatten doch immer sehr präsent, wenn wir uns einmal daran erinnern, an die Corona-Maßnahmen. Da hat er sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass die meisten bundesweiten Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden und war damit ja auch erfolgreich. Im Gegensatz zum Beispiel ist er dort auch aufgetreten zum Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber natürlich ist er jetzt auch mit der Frage von schweren Waffenlieferungen beschäftigt und was diese für eine mögliche Kriegsbeteiligung Deutschlands bedeuten würden. Auch da hat er sich schon dazu geäußert, dass diese seiner Meinung nach als völkerrechtlich legitim eingestuft werden können. Und in letzter Zeit, in den letzten Tagen, da dürfte ein ganz anderes Thema die Aufmerksamkeit erregt haben, denn der Bundesjustizminister hat so kurz vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen angekündigt, dass die Legalisierung von Marihuana doch recht bald umgesetzt werden soll. Bis zum Frühjahr 2023 soll das umgesetzt werden, aber er hat gesagt, es sei schon früher zu schaffen, zumindest wollen die das, will das das Kabinett, und das ist ja besonders bei einigen Wählerinnen und Wähler ein wichtiges Thema. Andere Themen, die jetzt diskutiert werden könnten, ist zum Beispiel die Familienrechtsreform. Auch dort ist Marco Buschmann sehr mit involviert, wenn es darum geht, wie das Familienrecht reformiert werden kann. Die Ampelkoalition möchte ja eine Verantwortungsgemeinschaft einführen. Auch das dürfte allerdings ein bisschen länger dauern. Und ein anderes Thema, was auch im April besonders diskutiert wurde, war das Thema Mieten. Da gab es eine Initiative vom Bundesrat, dass Mietwucher künftig härter bestraft werden sollen. Allerdings hat Bundesjustizminister Marco Buschmann sich dieser Initiative bislang nicht angeschlossen. Also wir sehen, ein Bundesjustizminister kann, soll sich auch zu vielen Themen äußern, und dementsprechend dürfte hier auch die Befragung der Bundesregierung thematisch sehr vielfältig werden. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundesminister der Justiz, Herr Dr. Marco Buschmann, zur Verfügung steht. Herr Bundesminister, Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, seit mehr als 2,5 Monaten findet in der Ukraine ein blutiger Krieg statt, der alle Politikbereiche erfasst. Und natürlich sind die schlimmsten Folgen die, die die Menschen in der Ukraine selber zu tragen haben. Aber dieser Konflikt hat auch schlimme Ausstrahlungswirkungen in andere Politikbereiche. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett haben dazu berichtet, was die Sicherheitslage angeht, was unsere eigene Verteidigungspolitik angeht, was die Energiepolitik angeht, was Probleme des Hungers in der Welt angeht. Aber dieser Konflikt hat natürlich auch Auswirkungen auf den Bereich der Rechtspolitik. Und drei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang vortragen. Wir sind konfrontiert nicht nur mit einem völkerrechtswidrigen Angriff, einem Überfall, sondern auch einer Art der Kriegsführung, die verbrecherisch ist. Quasi jedes Zusatzprotokoll der Genfer Konvention wird systematisch in der Ukraine verletzt.
Es werden nach allem, was wir wissen und unterstellt die Berichte seien wahr, eine ganze Reihe von Straftaten dort erfüllt. Und wir haben als Deutschland nach meiner festen Ansicht und auch nach Ansicht der gesamten Bundesregierung eine besondere historische Verantwortung, denn das Völkerstrafrecht beruht in wesentlichen Teilen auf der grundlegenden Arbeit der Nürnberger Prozesse, wo es eben darum ging, das Unrecht von Nazitätern aufzubereiten. Wir nehmen diese Verantwortung. Wir unterstützen internationalen Organisationen, insbesondere den Gerichtshof mit Geld und Personal. Wir haben selber eine sehr engagierte Anklagebehörde mit dem Generalbundesanwalt, der auch schon in der Vergangenheit Kriegsverbrecher erfolgreich in Deutschland vor Gericht gestellt hat. Und er wird das auch in Zukunft mit denjenigen, die wir habhaft werden und denen wir ihre Verbrechen nachweisen können, die das in der Ukraine getan haben. Wir stimmen uns eng ab mit unseren europäischen Partnern. Wir haben dazu einen JI-Rat durchgeführt. Wir sprechen mit der Europäischen Kommission, um die Rechtsgrundlagen von Eurojust so zu verbessern, dass dort besser koordiniert werden kann. Und ich persönlich engagiere mich auch in Formaten außerhalb der Europäischen Union, beispielsweise beim Arbeitstreffen der deutschsprachigen Justizministerinnen und Justizminister haben wir uns ausgetauscht, auch mit unseren Freunden in der Schweiz und auch Anregungen mitgenommen. Beispielsweise, dass wir dafür sorgen, dass möglichst schnell alle Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, die möglicherweise Opfer oder Zeugen schrecklicher Verbrechen waren, sozusagen angeregt werden, sozusagen ihr Wissen mit uns zu teilen, damit es nicht verloren geht, damit es für entsprechende Verfahren zur Verfügung steht. Da gibt es eine enge und sehr, sehr gute Kooperation, beispielsweise auch mit dem Innenministerium. Und ohne das würde das auch nicht so gut funktionieren. Es gibt einen zweiten Punkt, mit dem wir befasst sind. In der öffentlichen Debatte stellen Sie es ja auch fest. Viele Menschen stellen sich die Frage, welche rechtlichen Folgen sind eigentlich an die Waffenlieferung in die Ukraine geknüpft. Es gibt immer wieder die Sorge, dass das uns völkerrechtlich zur Kriegspartei machen könnte. Diese Sorge möchte ich hier wirklich, und das möchte ich auch so klar hier sagen, da sind wir uns auch in der Bundesregierung völlig einig, diese Sorge kann ich nehmen. Denn seitdem die UN-Charta in Kraft tritt, ist eben das alte Neutralitätsgebot, wie es noch heißt, ein Stück weit überlagert. Krieg ist grundsätzlich verboten. Die legitime Form, Krieg zu führen, ist nur der Verteidigungskrieg. Das ist ausdrücklich so geregelt in der UN-Charta. Und wer ein Land darin unterstützt, sich legitimerweise zu verteidigen mit Hilfslieferungen, mit zivilen Gütern, auch mit militärischen Gütern, auch mit schweren Waffen, wird dadurch nicht zur Kriegspartei. Das ist völkerrechtlich klar. Und diese Haltung haben wir ja auch schon vor Wochen in völliger Übereinstimmung zwischen Auswärtigem Amt, Justizministerium und der ganzen Bundesregierung auch so kommuniziert und wurde ja auch in den letzten Tagen aus von sehr prominenten Stimmen auch aus der Völkerrechtswissenschaft unterstützt. Also auch das ist eine klare Aussage, die ich machen kann. Und einen letzten Gedanken möchte ich hier sagen, wie wir betroffen sind durch diese Auseinandersetzung auch in der Rechtspolitik, aber weit darüber hinaus. Das ist nicht nur ein territorialer Konflikt. Dort geht es nicht nur um Boden und um Bodenschätze und um geopolitische Zugänge, das sicherlich auch. Aber es ist auch eine Auseinandersetzung zwischen Autokratie und liberaler Demokratie. Und deshalb möchte ich sagen, bei aller Belastung, die dieser Konflikt bedeutet, müssen wir mit dem Programm, das wir uns auch als Bundesregierung, auch als Fortschrittskoalition vorgenommen haben, nämlich unsere liberale Demokratie noch liberaler, noch offener, noch toleranter, noch freier und noch moderner zu machen, erst recht weiter fortsetzen. Würden wir mit diesem Programm stoppen, hätte Wladimir Putin schon ein Stück weit gewonnen. Und damit möchte ich meinen Bericht schließen, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Wir beginnen damit die Regierungsbefragung zu den einleitenden Ausführungen des Bundesministers und zum Geschäftsbereich sowie zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen und auch mit allgemeinen Fragen. Das Wort hat zuerst als Fragesteller der Kollege Dr. Günther Krings. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, ich will zunächst einen Satz sagen. Wir stimmen Ihnen und ich stimme Ihnen zu bei den Ausführungen zur Rolle des Rechtsstaates und der Rechtspolitik in Unterstützung der Ukraine gegen diesen unprovozierten russischen Angriffskrieg. Und dennoch lebt die Regierungsbefragung ja davon, nicht die Konsenspunkte zu betonen, sondern auch sich mit potenziellen Dissensen zu beschäftigen. Und deshalb will ich
ein strafrechtliches und strafprozessuales Thema ansprechen. Eines der furchtbarsten Verbrechen in unserer Gesellschaft ist, sind wir uns hoffentlich alle einig, ja, der sexuelle Missbrauch von Kindern, einschließlich der Kinderpornografie, hinter der ja immer auch reale Missbräuche von Kindern steht. Aus diesem Grund bin ich jedenfalls etwas erschrocken, wenn ich höre, dass das Justizministerium die zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch aus unserer Sicht notwendige, auch anlasslose Datenspeicherung nicht nur in Teilen, sondern generell ablehnt und offenbar auch nicht bereit ist, die verfassungs- und europarechtlich ja unproblematische Speicherung von IP-Adressen, also der Verfolgung im Netz, zu unterstützen. Daher die konkrete Frage an Sie: Sind Sie dabei bereit, den Handlungsspielraum, den Entscheidungen vor allem auch des Europäischen Gerichtshofs hier noch lassen, für die Datenspeicherung zugunsten des Schutzes von Kindern vor Missbrauch auch auszuschöpfen? Sehr geehrter Herr Kollege Krings, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil sie mir ermöglicht, ein Missverständnis auszuräumen. Es wird immer wieder, sicherlich nicht von Ihnen, Sie sind ein sachlicher Kollege, den ich sehr schätze, aber von manch anderem, vielleicht auch im Journalismus, so getan, als würden wir nicht engagiert gegen diese schlimmen Verbrechen vorgehen. Deshalb wollen wir den Ermittlungsbehörden Instrumente in die Hand geben, die sie auch wirklich nutzen können und die nicht bei Gericht aufgehalten werden. Deshalb arbeiten wir beispielsweise an dem Instrument Quick Freeze, das über jeden verfassungsrechtlichen Zweifel erhaben ist und deshalb auch zur Anwendung kommt, weil die Vorratsdatenspeicherung ist ja, erlauben Sie mir das Bild, ein juristischer Zombie. Sie steht im Gesetz, aber sie kann ja nicht durchgesetzt werden. Das wissen wir ja auch, weil wir die Rechtsprechung vom Verwaltungsgericht Köln kennen. Und wir wollen den Ermittlungsbehörden etwas geben, was sie wirklich nutzen können, nicht Steine statt Brot. Und ich möchte noch etwas hinzusagen, das ist ja nicht das Einzige. Wir arbeiten beispielsweise auch an einem Konzept für die Login-Falle. Also wir arbeiten an Instrumenten, die wir auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung geben können, damit sie ihre gute Arbeit machen. Und wir wollen auch schlimme Straftaten effektiv verfolgen im Rahmen des Rechts, im Rahmen der Verfassung und auch im Rahmen der europäischen Grundrechte. Herr Dr. Krings, Sie können einen Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank, das tue ich gerne. Den Willen will ich Ihnen und wollen wir Ihnen nicht absprechen. Nur das Mittel Quick Freeze mag verfassungsrechtlich auch, wie anderes auch, unbedenklich sein. Es bleibt aber weitgehend wirkungslos. Ich kann, um im Bild zu bleiben, nur das einfrieren, was vorher auch dort liegt. Insofern gibt es Fälle, wo ich diese anlasslose Speichermöglichkeit brauche, wo andere Instrumente eben nicht keinen Erfolg versprechen. Das Bundeskriminalamt hat für die Jahre 2017 bis 2021 fast 20.000 Hinweise festgehalten, die nicht verfolgt werden könnten. Nicht, weil es keine Vorratsdatenspeicherung im Allgemeinen gibt, sondern weil es speziell die mögliche IP-Datenspeicherung nicht gibt. Also nochmal die konkrete Frage: Sind Sie bereit, der Speicherung nur von IP-Daten, ganz was anderes als die Vorratsdatenspeicherung insgesamt, dem zumindest näher zu treten, um auch den Eltern nicht mehr erklären zu müssen oder Opfern nicht mehr erklären zu müssen, dass diese Taten nicht verfolgt werden können, dass die Täter nicht zur Strecke gebracht werden können? Also Herr Kollege Krings, wir beide schätzen ja sehr auch detaillierte, auch fachliche, auch sogar rechtstechnische Debatten. Aber der Obersatz, dass die anlasslose, grenzenlose Speicherung von IP-Daten durch den EuGH unproblematisch zugelassen worden wäre, ist eine, vorsichtig formuliert, steile These, über die wir gerne noch diskutieren können. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Wir schätzen, in einigen Wochen wird der EuGH nochmals zum wiederholten Male auch über deutsche Regelungen der Vorratsdatenspeicherung entscheiden. Und der EuGH hat eine sehr klare und sehr harte Linie. Die muss man nicht schätzen, nur im Rechtsstaat gehört es doch auch dazu, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes zu akzeptieren. Und wenn der in Kürze auch über die deutschen Regelungen entschieden hat, dann beugen wir uns gerne gemeinsam darüber. Ich bin sehr sicher, dass danach von der Vorratsdatenspeicherung nicht viel übrig bleiben kann und unabhängig davon, wie man das Instrument bewertet. In einem sollten wir einer Meinung sein, die Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und EuGH ist zu respektieren. Ich habe zum gleichen Thema weitere Fragesteller und zuerst den Kollegen Höverlin von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, Sie haben ja genauso wie ich auch das Thema Vorrats- und Datenspeicherung schon einige Jahre begleitet. Und aus der Sicht des Ministers jetzt können Sie uns vielleicht mal sagen, welchen Zeiträumen der letzten 10, 15 Jahre denn die immer wieder neu eingeführten Varianten von Vorratsdatenspeicherung überhaupt
zur Verfügung standen als Werkzeug. Sie haben das ja ausgeführt, dass wir als Fortschrittskoalition ein Werkzeug in die Hand geben wollen, das auch rechtssicher anwendbar ist und nicht nur auf dem Papier vorhanden ist, ohne es anzuwenden. Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist die Frage, inwieweit aus Ihrer Prüfung her im Darknet, in dem ja die IP-Adressen verschleiert werden, das Herausfinden von IP-Adressen dann überhaupt zur Strafverfolgung beitragen kann oder ob es nicht vielmehr eine sachgerechte und aktive Ermittlungsarbeit benötigt, die vor Ort in den Netzen da ist, die nachher zu Ermittlungsergebnissen führen kann, wie ja die Beispiele der letzten Wochen, Monate und Jahre immer wieder zeigen. Ja, sehr geehrter Herr Kollege Höferlin, ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, weil wir in der Tat eine lange gemeinsame Geschichte teilen, schon in meiner ersten Legislaturperiode hier im Parlament. Das war in der 17. Legislaturperiode, war die Vorratsdatenspeicherung ein großes Thema, davor auch schon. Und die Geschichte der Versuche, dieses verfassungskonform zu regeln, ist quasi eine, um mit Michael Ende zu sprechen, unendliche Geschichte, weil eine Vielzahl von Versuchen immer wieder gescheitert sind. Und diese Zahl war so hoch, dass, ich verrate jetzt keine Namen, weil ich nicht aus vertraulichen Gesprächen berichten will, aber ich habe ja auch schon mal an Jamaika-Verhandlungen als Verhandler vorgenommen. Diese Zahl der Versuche war so hoch, dass selbst höchstrangige Kollegen aus der CSU irgendwann gesagt haben, jetzt haben wir uns so häufig eine blutige Nase bei dem Thema geholt, wegen der Anlasslosigkeit. Wir müssen zu einer Lösung kommen, die eben auch anlassbezogen ist. Und das ist auch keine verrückte Idee, sondern das ist das Prinzip, das in unserer Strafprozessordnung sozusagen wie selbstverständlich ist. Ich habe einen Tatbestand, ich habe einen Anlass, ich habe einen Verdachtsmoment und aus diesem konkreten Verdachtsmoment heraus ergibt sich eine Eingriffsbefugnis. Die Idee, von jedem alles auf Vorrat zu speichern, ist eben ein ganz schwerer Grundrechtseingriff, der unsere Gesellschaft verändert. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage. Das ist ja eben genau. Das müsste jetzt etwas schneller gehen. Ja, genau. Das ist eben die Abwägung. Was gewinne ich, wenn die wirklich schlimmen Verbrecher Möglichkeit haben, auszuweichen, gleichzeitig aber alle rechtstreuen Bürger eben durch den Chill-Effekt, also das Auskühlen der allgemeinen Kommunikation durch die Sorge oder die Besorgnis, dass über mich etwas gespeichert wird, auskühlt. Das ist eben die Abwägung, die wir vornehmen müssen. Und wo ich da und Sie wahrscheinlich auch in der Sache stehen, ist ja seit vielen Jahren, mehr als 15 Jahren bekannt. Da wir noch sehr viele Fragestellerinnen und Fragesteller haben, bitte noch mal auf die Zeit schauen, sodass möglichst viele auch ihre Frage stellen können. Als nächste Fragestellerin habe ich aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Künast. Herr Minister, ich will dieser von Ihnen so bezeichneten unendlichen Geschichte zwei Frageteile hinzufügen und um Ihre Bewertung bitten, weil es ja immer um die Frage geht, komme ich an Daten, habe ich sie und nutze ich sie auch. Deshalb würde ich gerne eine Bewertung wissen. Einmal zu dem Punkt, haben Sie es für sinnvoll gehalten und ist es im Augenblick ein Problem, dass im Kontext Meldepflichten bei der Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes eben nicht die Quick-Freeze Regelung genommen wurde, sondern gesagt wurde, es wird alles mal gleich von den Anbietern ans BKA geliefert, dieses jetzt aber beklagt ist und gar nicht durchgeführt wird, auch nicht Quick Freeze. Damit hat man sich doch eigentlich geschadet, dass man noch mal versucht hat, in dem Kontext eine Art von Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Also ich will sagen, noch ein Versuch, wo wir Rechtsextremismus nicht erfolgreich herbekämpfen können. Zweite kurze Frage. Was halten Sie denn von der Tatsache, dass auch vorhergehende Regierungen vorhandene Daten der Banken zum Thema Geldwäsche nie erfolgreich genutzt wurden, obwohl sie da lagen? Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Künast, für diese Fragen. Ich versuche in der Kürze der Zeit darauf einzugehen. Auf die erste Frage am besten antworte ich mit einem Bild. Ich bin kurz nach der Einrichtung von Homeland Security, was ja sozusagen die Behörde in den USA war, die am meisten Daten gesammelt hat und viel Erfahrung mit der Auswertung hat, hingefahren im Rahmen einer Delegationsreise. Und dort hat man mir gesagt, wir haben ein Problem. Wir suchen die Nadel im Heuhaufen, aber der Heuhaufen wird immer größer. Will sagen, das immer weitere Anhäufen von immer mehr Daten macht es ja den Ermittlern nicht zwingend leichter, ihre Aufgabe zu tun, in diesem Datenhaufen die Nadel zu finden, die man braucht, um die Leute dingfest zu machen, sondern man braucht dann auch Methoden, um das zu handeln. Und damals sagte mir die Datenschutzbeauftragte, also wir
verlieren zum Teil die Übersicht über das, was wir überhaupt haben. Und damit will ich genau das sagen, was Sie sagen. Einfach immer nur mehr Daten führt nicht zu besseren Ergebnissen und auch nicht zu mehr Ermittlungserfolgen und mehr Verurteilungen, sondern bessere Daten, gezieltere Daten. Und deshalb ist die Anlassbezogenheit, glaube ich, auch ein wichtiges Instrument der Effektivität der Strafverfolgung. Ich glaube, ich habe jetzt schon überzogen. Geldwäsche. Wir wollen ganz intensiv die Geldwäsche verfolgen. Wir haben ja im Koalitionsvertrag auch eine ganze Reihe von Ideen auch schon aufgeschrieben, wie wir da effektiver werden. Und ich habe kein Verständnis dafür und will auch dagegen klar vorgehen, dass in internationalen Kontexten mittlerweile Deutschland, insbesondere im Immobilienbereich, als eine Art Geldwäscheparadies wäre übertrieben, aber dass wir da ein Problem haben. Wir sind da beispielsweise mit den Notaren im Gespräch, die im Bereich, sagen wir mal, der Immobiliengeschäfte da sehr gute Ideen haben. Und wir sind in der Bundesregierung auch in Zusammenarbeit mit dem Finanzminister sehr hinterher, effektiv Geldwäsche zu bekämpfen. Vielen Dank. Nächster Fragesteller aus der CDU-CSU-Fraktion, Herr Ulrich. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie diese Nachfrage gestatten. Herr Bundesminister, Sie haben beim Begriff der Vorratsdatenspeicherung ganz generell diesen Oberbegriff gewählt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Eingriffstiefen gibt. Die Speicherung von IP-Adressen hat eine wesentlich geringere Eingriffstiefe als beispielsweise die Speicherung von Verbindungsdaten oder von Standortdaten. Diese Differenzierung hat übrigens auch der EuGH vorgenommen, indem er die IP-Adressen als weniger belastend angesehen hat als beispielsweise die Standortdaten. Wäre vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass wir im Bereich des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie gerade auf die IP-Adressen angewiesen sind, nicht eine Fokussierung zumindest auf die Speicherung der IP-Adressen zur Aufklärung und zur Verhinderung schwerster Straftaten notwendig? Sehr geehrter Herr Kollege Ulrich, herzlichen Dank für die Frage. Also ich will es noch mal betonen, wir sind engagiert und sehr hinterher, dass wir unsere Ermittlungsbehörden in die Lage versetzen, schwere und schwerste, insbesondere solche widerliche Kriminalität, effektiv verfolgen zu können. Zweite Auskunft, es ist richtig, was Sie sagen, dass es unterschiedliche Eingriffstiefen gibt. Trotzdem ist es nicht so, dass die Voraussetzungen auch für einen relativ leichten Grundrechtseingriff immer null sind. Das sagt übrigens auch der EuGH. Und dann gibt es auch noch das Phänomen des kumulativen Grundrechtseingriffs, dass ein im Einzelfall leichter Grundrechtseingriff, der aber millionenfach anlasslos gemacht wird, in der Kumulation des Effekts schon problematisch ist. Und das ist ja nicht ein Gedanke, den ich mir ausgedacht habe, sondern diese Problematik des flächendeckenden, anlasslosen, kumulativen Grundrechtseingriffs hat ja auch beim Bundesverfassungsgericht, auch in der Vergangenheit, auch bei anderen Vorratsdatenspeicherungsmodellen immer wieder dazu geführt, dass im Ergebnis die Sache für verfassungswidrig gehalten wurde. Und daran kommen wir doch alle als rechtstreue Bürger und Politiker nicht vorbei. Möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? Ja, Herr Bundesminister, diese Frage der kumulativen Schwere von Grundrechtseingriffen müssen Sie ja abwägen mit dem bedrohten Rechtsgut. Und wir haben es hier mit höchst bedrohten Rechtsgütern zu tun, nämlich die körperliche Integrität von missbrauchten Kindern. Und vor dem Hintergrund, meine ich schon, müssen Sie differenzieren zwischen den IP-Adressen und den Verbindungsdaten. Und ich meine, dass vor dem Hintergrund, dass es gerade bei Kinderpornografie praktisch keine anderen Ermittlungsansätze gibt, wir letztlich auf die IP-Adressen zwingend zurückgreifen müssen. Ja, Herr Kollege Ulrich, ich beantworte auch die Nachfrage sehr gerne. Diese Unterscheidung nehmen wir ja überall vor. Wir sind in Verhandlungen mit unseren europäischen Freunden, mit der Kommission, beispielsweise im E-Evidenz-Dossier. Da nehmen wir natürlich solche Abdifferenzierung vor. Und je schwerer der Grundrechtseingriff, desto höher die Voraussetzung. Nur trotzdem sind auch bei leichten Grundrechtseingriffen die Voraussetzungen nicht null, auch in diesen Dossiers. Das möchte ich hier noch einmal sagen. Das widerspricht nämlich ein bisschen auch der Logik unserer Strafprozessordnung, die ja im Regelfall Verdachtsmomente oder Anlässe voraussetzt. Und das ist eben der Punkt, den kann ich nur noch mal wiederholen, dass im Rechtsstaat der Grundrechtseingriff an Voraussetzungen gebunden ist, die seinen Eingriff rechtfertigen. Und das Rechtsgut, das das Bundesverfassungsgericht ja umschrieben hat, ist ja, dass wir in einer freien Gesellschaft
ein Problem damit haben oder weil das Bundesverfassungsgericht ja normativ entscheiden haben sollten, dass von jedem, nicht alles, aber jedem, bei jedem Kommunikationsvorgang etwas gespeichert wird. Das kann dazu führen, dass sich Menschen überwacht fühlen. Und da kommt es gar nicht so sehr darauf an, was konkret gespeichert wird, sondern dieses allgemeine Gefühl selber ist schon eine Bedrohung der Offenheit unserer Gesellschaft. Das ist, wie gesagt, nicht mein Argument, sondern ist das Argument, was man auch in der Rechtsprechung nachlesen kann. Und an die sind wir gebunden als zweite Gewalt. Vielen Dank. Damit verlassen wir dieses Thema. Und ich gehe über zum nächsten Fragesteller aus der SPD-Fraktion, Dr. Johannes Fechtner, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, ich hätte eine Frage zum Pakt für den Rechtsstaat. Die besten Gesetze bringen bekanntlich nichts, wenn wir in der Justiz zu wenig Personal haben für deren Anwendung. Deswegen war es aus meiner Sicht ein großer Erfolg, dass wir gemeinsam mit den Ländern und auch über die Fraktionsgrenzen einen Pakt für den Rechtsstaat geschaffen haben, der über 2000 Richterinnen, Richter, Staatsanwälte und Staatsanwälte in ihren Dienst gebracht hat. Meine Frage wäre es deshalb vor dem Hintergrund, dass wir im Bereich der Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, aber auch der Vermögensabschöpfung erheblichen Personalbedarf haben, wie die weiteren Planungen, konkrete Schritte für den Pakt für den Rechtsstaat, für mehr Personal in der Justiz aussehen aus Ihrer Sicht. Ja, Herr Kollege Fechner, herzlichen Dank. Das möchte ich auch ausdrücklich sagen, weil es auch ein Projekt ist, das ja von der Vorgängerregierung vorangetrieben worden ist. Wir haben das auch, meine Fraktion, auch aus der Opposition heraus begrüßt. Der Pakt für den Rechtsstaat ist ein Erfolg. Wir können heute sagen, dass etwa 2700 zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geschaffen worden sind. Und da ist etwas gelungen. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Das ist ein parteiübergreifender Erfolg. Wir wollen an diese Erfolgsgeschichte natürlich anknüpfen. Und deshalb haben wir ja nicht nur den Pakt für den Rechtsstaat eine Formulierung gewählt im Koalitionsvertrag, dass wir diesen verstetigen, sondern wir wollen ihn auch verbinden mit einem Digitalpakt Justiz. Und das muss so gelingen, dass es in der Praxis funktioniert. Deshalb habe ich mich bereits sowohl mit der Koordinatorin der A-Justizministerseite, aber auch mit der Koordinatorin der B-Justizministerseite getroffen. Wir haben auch schon sozusagen eine Arbeitsebene eingezogen. Meine Abteilung Z, die ja dafür auch zuständig ist, hat Kontakt aufgenommen zu ihren Pendants in den Ländern, damit wir dort zu einer pragmatischen Lösung kommen. Das wird vermutlich eine Mischung sein, sowohl aus Geld wie auch in der Vergangenheit. Es gibt aber durchaus auch aus den Landesjustizverwaltungen heraus den Wunsch, auch gemeinsam Projekte zu entwickeln. Also wie wir das zum Beispiel beim Online-Klagetool machen, um sozusagen auch Personalressourcen sozusagen nicht vergeuden zu müssen in einer Papierwelt. Und das sind die Anstrengungen, die wir unternehmen. Und in Anbetracht der Kürze meiner Amtszeit sind wir da, glaube ich, schon einen guten Schritt konzeptionell vorangekommen. Möchten Sie eine Nachfrage stellen? Das ist nicht der Fall. Gibt es zum gleichen Themenkomplex noch eine Frage? Das sieht nicht so aus. Dann stellt als nächster die Frage für die AfD-Fraktion Stefan Brandner. Ich mache das mal so, dann kann man sich besser sehen. Ich komme noch mal zurück auf einen Komplex, den Sie zu Beginn Ihrer einleitenden Worte angesprochen hatten, die Frage, wann wird man Kriegspartei? Da hatten Sie sich am 16. April geäußert, mit Waffenlieferungen alleine wird man nicht zur Kriegspartei im konkreten Geschehen in der Ukraine. Das war wohl auch oder ist wohl auch die Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Allerdings haben sich jetzt die Konstellationen geändert. Wir sind ja jetzt seit heute, wenn ich die Medien richtig verfolgt habe, einen Schritt weiter, wenn man so will. Inzwischen werden ukrainische Soldaten tatsächlich in Deutschland an deutschen Waffensystemen ausgebildet und die Waffensysteme samt den dann ausgebildeten Soldaten sollen zurück in die Ukraine. Da sagte der Wissenschaftliche Dienst am 16. März bereits, den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung würde man verlassen, wenn neben der bloßen Lieferung von Waffen auch die Einweisung einer Konfliktpartei in Rede stünde. Das ist jetzt der Fall. Ist es Zeit, Herr Buschmann, Ihre Einschätzung zu überdenken oder warum halten Sie die Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes für falsch? Also grundsätzlich ist es so, als Regierung werden wir jetzt keine Gutachten, die im Organisationsbereich der ersten Gewalt benoten oder bewerten. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass die Formulierungen, wenn Sie sicher, ich habe mir das Gutachten natürlich angeschaut, sind extrem vorsichtig gewählt sind. Also da ist jede Möglichkeit des Konjunktivs gewählt. Warum? Weil die einzige Quelle, wenn man in die Fußnoten schaut, ich gehöre noch zu dieser
älteren Generation, die sowohl Fußnoten setzt, wie auch sie liest. Dann ist es ja so, dass Bezug genommen wird auf ein Interview mit einem Völkerrechtler in der Neuen Züricher Zeitung. Das ist sozusagen die einzige Literaturangabe, die da gewählt wird. Und auch dieser Völkerrechtler hat aber im Ergebnis gesagt, nicht, dass eine Ausbildungsleistung, man durch eine Ausbildungsleistung zur Kriegspartei wird, sondern hat eigentlich im Ergebnis das Gegenteil gesagt. Und deshalb bleibe ich bei meiner Haltung. Diese Haltung ist übrigens auch von extrem namhaften Völkerrechtlern. Ich nenne beispielsweise Herrn Herdegen aus Bonn, wirklich eine Institution aus dem Gebiet, immer wieder bestätigt worden, sodass ich glaube, dass durch den Sachverhalt, den Sie beschreiben, sich die völkerrechtliche Lage nicht geändert hat. Möchten Sie eine Nachfrage stellen? Ja, ich hoffe sehr, dass Ihre Einschätzung nicht zu einer Fußnote, zu einer falschen Fußnote dann in Zukunft wird oder Ihre Amtszeit vielleicht, weil Sie die Einschätzung falsch getroffen haben. Also da bin ich bei Ihnen. Jetzt sind Sie ja jemand, Sie haben gesagt, viele Konjunktive, das kann man so und so sehen. Man kann freilich drüber streiten, aber jetzt kommen Sie mir, also ich kenne Sie als strategisch denkenden Mensch, Sie haben ein Ministerium mit 300, 400 hochqualifizierten Juristen, da wird man sich ja Gedanken gemacht haben, ja, was passiert denn, wenn sich diese aus Ihrer Sicht so geschilderte Mindermeinung durchsetzt, dass wir tatsächlich Kriegspartei werden? Deshalb meine Frage vor diesem Hintergrund, was würde sich für uns Deutsche, was würde sich für Deutschland konkret ändern, wenn wir tatsächlich plötzlich Kriegspartei in dem Krieg in der Ukraine würden? Also ich kann ja als Justizminister Ihnen eine rechtliche Einschätzung geben, die rechtliche Einschätzung ist von, ich würde jetzt mal schätzen, 95% der Völkerrechtswissenschaft. Also so, die habe ich Ihnen gegeben, die hat sie auch nicht geändert. Die kann ich im Übrigen auch beliebig ausführlich begründen, weil wir hier im Fachdiskurs von einer Überformung des alten Neutralitätsgebotes, wie wir es noch aus dem 19. Jahrhundert kannten, durch das Inkrafttreten der UN-Charta haben. Und die UN-Charta hat nämlich eines festgelegt, Krieg ist verboten. Früher war Krieg ein normales Instrument der Auseinandersetzung. Da galt nur, man hält sich raus oder man macht mit. Das war sehr schnell der Fall. Aber durch das Inkrafttreten der UN-Charta gilt, Krieg ist grundsätzlich verboten mit einer geschriebenen Ausnahme, nämlich der Verteidigungskrieg. Deshalb ist die Ukraine im Recht und Russland im Unrecht. Und Russland soll nicht das Recht bekommen, Deutschland dafür zu beschießen, dass wir der Ukraine etwas liefern, womit sie ihren legitimen Verteidigungskrieg führen kann. Das ist die teleologische, das ist der Gedanke, das ist die Idee hinter dieser Rechtseinschätzung. Und die ist, finde ich, treffend und plausibel und kann wirklich ganz engmaschig aus der UN-Charta heraus abgeleitet werden. Ich habe zu diesem Themenkomplex weitere Fragesteller. Der erste aus der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Helge Limburg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, ich würde gern vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine doch eher wieder den Fokus auf die Opfer dieses Krieges lenken wollen, wie Sie das auch in Ihrer einleitenden Bemerkung gemacht haben, nämlich auf die Menschen in der Ukraine. Sie haben ausgeführt, dass dort in der Tat schreckliche Kriegsverbrechen verübt werden. Man darf sagen, dass es einen Anschein hat, als würde nahezu jedes im deutschen Völkerstrafgesetzbuch aufgelistete Kriegsverbrechen dort an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch durch die russische Armee begangen werden. Vor dem Hintergrund nochmal die konkrete Nachfrage, welche Maßnahmen auch der Kooperation mit anderen Strafverfolgungsbehörden anderer Länder oder internationalen Strafverfolgungsbehörden unternimmt Deutschland, unternehmen deutsche Behörden, um erstmal Beweise zu sammeln, um dann mögliche Strafverfahren gegen Kriegsverbrecher in diesem schrecklichen Krieg später durchführen zu können. Herr Kollege Limburg, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, weil es ist jetzt wichtig, dass wir schnell Beweise sichern und schnell auch Zeugenaussagen, auch Opferaussagen aufnehmen, denn Kriegsverbrechen sind besonders schlimme Verbrechen, die Menschen sind traumatisiert und die Kriminalpsychologen sagen uns eben, dass diese Traumatisierung dazu führen kann, dass das verdrängt wird, dass dabei wichtige Informationen, auch für eine mögliche Anklage, wichtige Informationen verloren gehen können. Deshalb bemühen wir uns im Moment darum, möglichst viele Beweismittel zu sichern, zu erfassen, aufzunehmen, um sie dann den Anklagebehörden zur Verfügung zu stellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich hatte vorhin schon gesagt, innerhalb der Europäischen Union gibt es schon engen Austausch und er soll auch noch enger werden. Wir reden im Moment eben mit der Kommission über eine Anpassung der Rechtsgrundlagen für Eurojust, damit da noch besser koordiniert werden kann. Wir unterstützen den Internationalen Strafgerichtshof mit Geld. Wir versuchen auch mit noch
noch mehr Personal zu unterstützen. Nur da ist es ja wichtig, dass Sie erfahrene Staatsanwälte, die mit diesen Dingen etwas anfangen können, auch schicken und nicht Leute, die unerfahren sind. Wir wollen ja helfen und nicht, dass da eine Ausbildungsleistung erbracht wird. Und es ist wahnsinnig kompliziert. Wir brauchen auch technischen Sachverstand, weil häufig haben wir es ja auch mit Fotos, mit Bewegtbildaufnahmen zu tun, die erstmal auf ihre Wahrheitsgemäßheit, also ihre Werthaltigkeit überprüft werden muss. Und deshalb sind wir da im engen Austausch. Ich selber plane sogar auch eine Reise in die USA, weil ich mich auch dort mit den Strafverfolgungsbehörden darüber auch persönlich austauschen möchte, wie wir noch besser kooperieren können. Also das, glaube ich, was wir als großes Land mit einer mit einem dunklen Teil unserer Geschichte, das eine besondere Verantwortung da auch hat, tun kann, das tun wir. Und wenn wir noch mehr tun können, werden wir auch noch mehr tun. Aber wir richten wirklich alle unsere Anstrengungen darauf, im internationalen Ermittlungsverbund einen guten Beitrag zu leisten. Herr Buschmann, ich habe noch ganz viele Nachfragen. Würden Sie vielleicht so ein bisschen auf die Zeit gucken bei der Beantwortung? Vielen Dank. I'll do my very best. Zum gleichen Themenkomplex habe ich eine weitere Frage aus der FDP-Fraktion, Peter Heidt. Ich möchte meinen Vorredner anschließen. Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, bei Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen eine wesentliche Rolle einzunehmen. Das sogenannte Weltrechtsprinzip, dem die Überzeugung zugrunde liegt, dass die Verfolgung von völkerrechtlichen Kernverbrechen im Interesse der Menschen als solcher liegt und dass eine weltweite Verfolgung solcher Taten unabhängig von der Staatsangehörigkeit und Tatort ermöglicht, gewinnt gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch einmal an trauriger Aktualität und Bedeutung. Derartige Verfahren bringen jedoch einen hohen Kostenfaktor, einen hohen Aufwand wie eine Reihe von praktischen Problemen mit sich. Im Koalitionsvertrag haben wir ja vereinbart, da Kapazitäten für das Völkerstrafrecht auszubauen. Das ist, denke ich, wichtiger denn je vor dem Hintergrund des Krieges. Gibt es denn solche konkreten Vorhaben, konkrete Pläne, auch Formulierungen dazu? Und gibt es vielleicht auch schon eine Abstimmung mit den Bundesländern? Ja, ganz herzlichen Dank. Also erstmal, das Weltrechtsprinzip steht in Deutschland nicht nur auf dem Papier. Wir haben gezeigt, insbesondere der Generalbundesanwalt hat gezeigt, dass er es zur Anwendung bringt, weil wir haben erfolgreich Folterknechte Assads in Deutschland nicht nur vor Gericht gestellt, sondern da auch zur Verurteilung gebracht. Und das hat uns weltweit auch Respekt bei der Konsequenz, wie wir das anwenden, auch eingebracht. Zweitens, das müssen Leute machen. Und deshalb bin ich in guten Gesprächen, ich kann da nichts vorweggreifen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende der Haushaltsberatung da den Generalbundesanwalt noch mal stärken können, dass er seine Kapazitäten ausweiten kann, um seiner wichtigen Aufgabe da nachzukommen. Das ist, glaube ich, ein fraktionsübergreifendes Anliegen aller seriösen Kräfte dieses Hauses. Und wir haben dazu auch schon Vorschläge gemacht, als wir darum gebeten wurden. Und wir haben uns auch selber dafür engagiert, als wir eben gesehen haben, dass da jetzt eine große Aufgabe auf uns zukommt, die auch dauerhaft groß sein wird, weil die Vielzahl der Beweismittel uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Ich gehe davon aus, dass Sie keine Nachfrage mehr stellen. Dann habe ich jetzt aus der AfD-Fraktion Robert Fahle. Geht's wieder nicht. Cool. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Buschmann, ich unterstütze es voll und ganz, dass Kriegsverbrecher von ordentlichen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt frage ich Sie, wie ist der Stand Ihrer Ermittlungen hinsichtlich der von ukrainischer Seite verübten Kriegsverbrechen, die augenscheinlich im Ukraine-Konflikt bereits stattgefunden haben? Ich beziehe mich besonders auf die schlimmen Bilder, wo ukrainische Soldaten gefesselte russische Soldaten, die noch sehr jung waren, in die Knie geschossen haben, die sich nicht wehren konnten. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Kriegsverbrechen, auch in Ihrer Sicht. Und dann müsste man doch die Kriegsverbrechen auf beiden Seiten aufdecken. Denn wenn es gerecht zugehen soll, dann ist ja Justitia immer die Waage, die beide Seiten hat. Und dann müssten Sie mal dieser Frage nachgehen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ihre Kriegsdefinition teile ich gar nicht. Denn was passiert denn,
wenn die ukrainische Regierung auf russisches Territorium jetzt vordringt, mit unseren Marderbanden Sie sollten nur Fragen stellen. Nach Russland trägt. Ist das dann auch noch ein Angriffskrieg oder nicht? Die Frage passte jetzt auch gerade gar nicht eigentlich zum Themenkomplex, aber ich gehe davon aus, dass der Buschmann möglicherweise die Frage beantwortet. Also ich mache es ganz kurz. Vielen bei Dank. Der. Entschuldigen Sie, ich habe das nicht so. Ja. Also ich beantworte einfach beide Fragen. Ich versuche das so schnell und so kompakt wie möglich zu machen. Mit der zweiten möchte ich beginnen. Im Kriegsvölkerrecht ist man sich einig, wenn man Opfer eines Aggressors ist, darf man sich verteidigen. Und das schließt jetzt nicht einen Gegenschlag ein, der das ganze gegnerische Territorium erobert. Aber natürlich darf man in Reaktion darauf auch in Grenzbereichen natürlich auf gegnerischem Territorium operieren. Das wäre ja verrückt, wenn derjenige, der sich völkerrechtsgemäß verhält, gefesselter in den Konflikt gehen müsste als der illegitime Aggressor. Das war der zweite Teil der Frage. Der erste Teil der Frage, also da muss ich eines klarstellen, nicht ich führe die Ermittlungen, das ist anders als in den USA, da ist der Justizminister der Chef des FBI, der Anklagebehörde und führt selber da auch Ermittlungen, das bin ich nicht, sondern die Ermittlungsbehörde ist der GBA und ich pflege ein Verhältnis zum GBA, dass ich ihn wie eine unabhängige Justizbehörde behandle, die er eben auch ist, also ich greife da nicht selber in Ermittlungen ein. Das will ich nur noch einmal sozusagen aus pädagogischen Gründen klarstellen, nicht der Bundesjustizminister in persona ist sozusagen der oberste Staatsanwalt, sondern der oberste Staatsanwalt ist der Generalbundesanwalt und für den bin ich verantwortlich, dass er die Mittel bekommt und auch vernünftig arbeiten kann. Und ich kann Ihnen Ihre Sorgen nehmen. Wir ermitteln wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und sollte es dazu kommen, dass es Beweise gäbe, und ich sage das bewusst im Konjunktiv, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil die russische Propaganda eine lange Tradition, was auch die Fälschung von Material angeht und das in Umlauf bringen von gefälschtem Material angeht, sollte es Beweise geben für Kriegsverbrechen, dann werden wir die genauso behandeln, egal wer sie ausgeübt hat. Das führte Herr Frank auch schon so durch. Also es ist der Generalbundesanwalt und das ist natürlich der Fall. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Justitia ist in Deutschland nicht blind, auf keinem beider Augen. Wie gesagt, Herr Buschmann, noch mal bitte auf die Zeit gucken, weil ich wirklich eine lange Liste auch an Nachfragerinnen und Nachfragern noch habe. Als nächstes ist jetzt aus der Fraktion Die Linke Clara Bünger. Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister. Ich finde auch die Errungenschaft des Weltrechtsprinzips und des Völkerstrafrechts ebenfalls sehr wichtig, denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen dürfen niemals straflos bleiben. Da stehe ich auch an der Seite der zahlreichen NGOs wie dem European Center for Constitutional and Human Rights, die schon seit Jahren im Bereich Völkerstrafrecht arbeiten. Und ich denke, der Opferschutz sollte hier an erster Stelle stehen. Ich stelle mir allerdings die Frage, wie Sie denn die Arbeit stärken wollen, so wie Sie es auch gesagt haben, wenn Sie bisher im Bereich des Völkerstrafrechts, also beim GBA, in diesem Bundeshaushaltsjahr sogar kürzen. Und wenn Sie jetzt weitreichende Strukturermittlungen zur Ukraine führen wollen, wie wollen Sie dann mit dem gekürzten Etat die Arbeit gewährleisten, ohne, und ich betone ohne, dass andere Bereiche, wie zum Beispiel der Bereich Syrien, aber auch Belarus, darunter leiden müssen? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also die sogenannten Kürzungen betreffen ja keine Stellen, sondern die betreffen sogenannte Ausgabenreste, also Geld, das sich angesammelt hat und das nicht ausgegeben worden ist. Also niemand muss sich Sorgen machen, dass man sozusagen jemanden den Schreibtisch oder die Stelle wegnimmt. Und das war, sagen wir mal, ein Hinweis des Bundesrechnungshofes, der mein Haus sehr streng ermahnt hat, Ausgabenreste abzubauen. Wir sind aber bereits jetzt schon im Gespräch. Ich will das niemandem vorwerfen, weil nicht jeder Mitglied des Haushaltsausschusses ist und auch nicht jeder Mitglied des Rechtsausschusses ist. Deshalb sage ich es hier einfach nochmal. Wir sind im Gespräch. Wir haben mit dem GBA auch gemeinsam Vorschläge entwickelt, wie man seine Arbeit auch im laufenden Haushaltsverfahren stärken kann, auch mit zusätzlichen Stellen. Und wenn wir hier diesen breiten Konsens haben von der Linksfraktion bis hin zur CDU-CSU-Fraktion, habe ich schon gehört, AfD weiß ich jetzt nicht, aber wenn wir einen so breiten Konsens haben, dann dürfte es ja ein leichtes sein, diese Vorschläge, die wir entwickelt haben, dann auch durchs Haushaltsverfahren zu bringen. Und dann wird der GBA gestärkt aus diesen Haushaltsberatungen hervorgehen.
Ich will noch mal sagen, wir waren eigentlich bei dem Themenkomplex Ausbildung von Soldaten für die Ukraine. Also, und das war Ursprung des Themas. Jetzt werden gerade verschiedene andere Fragen gestellt. Das ist nicht das Prinzip dieser Fragestunde, weil wir ja eine Liste haben mit anderen Fragen. Ich bin immer noch, deswegen will ich den Hinweis noch mal geben, eigentlich bei einem anderen Thema. Und ich würde jetzt trotzdem gerne an das anschließen. Ich lasse das jetzt noch zu, aber ich will nur die jetzt danach kommen, noch mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich beim anderen Thema waren. Ja, aber also Sie haben es ja auch gesagt, der Opferschutz ist Ihnen wichtig, der steht an oberster Stelle und ich hoffe, dass Sie da in dem Bereich auch aufstocken, sodass andere Bereiche wie der Syrien-Bereich da nicht drunter leidet. Wenn man von Opferschutz spricht, dann ist es doch so, dass in der StPO Völkerstraftaten aber nicht in den Katalog der nebenklagefähigen Taten aufgeführt werden, wie man auch aus § 395 StPO entnehmen kann. Wie sollen Ihrer Meinung nach Betroffene an Verfahren sinnvoll teilnehmen können und ihre Rechte wahrnehmen, wenn sie nicht ausdrücklich in der StPO verankert sind? Gibt es neben den Herren Versprechungen auch konkrete Ziele, dieses in der StPO konkret aufzunehmen? Vielen Dank. Ja, Frau Kollegin, so diese Formulierung, hehre Versprechen und so weiter, deuten so ein bisschen an, als ob wir da nicht engagiert wären. Ich will es noch mal sagen, bereits in der Vergangenheit, und das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das meiner Vorgängerin, wurde engagiert dort gearbeitet. Und das ist vor allen Dingen auch das Verdienst der wirklich großartig arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim GBA. Da wird sehr viel getan und wir treiben das jetzt auch weiter voran. Und sollten wir im Laufe des praktischen Verfahrens, bislang ist sozusagen das Entscheidende ja, dass wir Beweismittel sichern, dass wir die Leute zur Anklage bringen. Und wir haben da einen weltweiten Standard gesetzt. Ich will das noch mal sagen. Also dieses Urteil beim OLG Koblenz, das der GBA dort erwirkt hat gegen die Folterknechte Assads, das ist weltweit, ich will sagen, gefeiert worden. Der Anlass war traurig, aber wir haben bewiesen, dass wir als Deutschland auch unserer historischen Verantwortung für das Völkerstrafrecht gerecht werden. Und wir werden alles tun, um daran anzuknüpfen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Carsten Müller, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister. Vielen Dank auch für Ihre klaren Ausführungen zum Komplex, wer wann wodurch Kriegspartei wird und wodurch nicht. Meine Frage an Sie ist: Teilte der Bundeskanzler Ihre klare Rechtsauffassung seit jeher? Wenn ja, wie erklären sich dann eigentlich Äußerungen, die er so um den 21. und 22.04. dieses Jahres gemacht hat? Und teilt er Ihre Rechtsauffassung derzeit immer noch? Also das kann ich nun wirklich ganz klar beantworten. Also wir sind ja eine ordentlich arbeitende und ich darf auch sagen gut geführte Regierung und deshalb sind natürlich Auswärtiges Amt, Bundeskanzleramt und mein Haus in so einer entscheidenden Frage engstens abgestimmt. Und deshalb vertritt die gesamte Bundesregierung das, was ich schon vor 3 Wochen öffentlich gesagt habe und auch vorher. Wir haben das auch diese Frage zum Gegenstand von Kabinettssitzungen gemacht und wir sind uns da einig. Und wer jetzt wie, welche Formulierung dort wie interpretiert, das ist der offenen Gesellschaft überlassen. Aber die Bundesregierung als Organisation, als Institution, als Verfassungsorgan hat diese klare Ansicht, die ich hier auch vertreten habe, nicht nur im Ergebnis, sondern auch versucht habe, möglichst gut zu begründen. Vielen Dank. Eine weitere kurze Nachfrage. Ja. Es freut mich. Weite Teile der Öffentlichkeit hatten einen ganz anderen Eindruck beim Bundeskanzler. Ich freue mich auch, dass bei der Regierungsbefragung nach etwa 35 Minuten das Bundeskanzleramt hier eingetrudelt ist. Ich möchte Ihnen eine weitere Frage zum Komplex Völkerstrafrecht stellen. GBA ist angesprochen worden. Sie sind bei Ihren, wir müssen da was tun, ja etwas blumig geblieben. Ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion zur besseren Ausstattung des Generalbundesanwaltes hat keine Mehrheit bekommen. Können Sie uns bitte erklären und Beispiele geben, wie konkret die personelle und sachliche Leistungsfähigkeit des Generalbundesanwaltes kurzfristig gesteigert werden kann und gesteigert werden soll, damit das Thema Kriegsverbrechen entsprechend sachkundig und zielführend bearbeitet werden kann? Also Herr Kollege, Sie wissen, wir kennen uns lange und schätzen uns, aber Sie verleiten mich jetzt dazu, den Haushaltsausschuss zu brüskieren, indem ich behaupte, ich könnte
die Ergebnisse seiner Beratung vorwegnehmen. Das wäre kein guter Stil, das von der Regierungsbank aus zu tun. Es würde unserem gemeinsamen Ziel wahrscheinlich auch nicht dienen. Und weil ich mich nicht für große Reden, sondern für gute Ergebnisse engagieren möchte, würde ich mal so sagen, ich bin sehr hoffnungsfroh, dass der Haushaltsausschuss dem Plenum des Deutschen Bundestages einen sehr guten Vorschlag machen wird, wo am Ende der GBA gestärkt hinausgeht. Aber es ist am Ende eine Entscheidung nicht des Justizministers, nicht der zweiten Gewalt, sondern der ersten Gewalt. Und wenn wir uns so einig sind, wie wir hier das aus der Debatte erfahren konnten, dann wird der GBA am Ende gestärkt aus dem Haushaltsverfahren hervorgehen. Zu diesem Themenkomplex habe ich noch eine Nachfrage aus der AfD-Fraktion, Martin Reichert. Ja, Herr Minister, vielen Dank. Ich habe eine Frage, und zwar, Ihr Ministerkollege Lindner hat ja hier verkündet, wir müssten der Ukraine bis zum Sieg helfen. Das sind ja auch die Dinge, von denen Sie gesprochen haben, nämlich Waffenlieferungen, Ausbildung und so weiter. Hierzu folgende Frage: Welche Kriterien hat denn die Bundesregierung für den Sieg? Wann ist denn dieser Sieg erreicht? Und wann können dann diese Maßnahmen entsprechend beendet werden? Ich sage das auch deswegen, weil ja deutsche Politiker gerade im vergangenen Jahrhundert schon häufiger vom Sieg schwadroniert haben und am Ende hat das deutsche Volk immer im Dreck gelegen. Und wir haben dann hier uns gefragt, wie konnte es dazu kommen? Sehr geehrter Herr Kollege, der Maßstab für die Bundesregierung ist und bleibt und wird auch immer sein, das Völkerrecht. Und das Völkerrecht schützt die territoriale Integrität jedes Staates auf der Erde. Und deshalb ist es das legitime Ziel des Verteidigungskampfes, den das Volk der Ukraine führt, die territoriale Integrität ihres Landes zu verteidigen. Und wenn sie das durchsetzen möchte, dann wird sie darin durch uns immer unterstützt werden. Und die territoriale Integrität der Ukraine, das ist das Ziel, was das Völkerrecht vorgibt, das Völkerrecht legitimiert. Und das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Er darf der Ukraine keinen Siegfrieden aufoktroyieren. Es müssen Friedensverhandlungen auf Augenhöhe stattfinden. Und wenn die Ukraine ihr Territorium erhalten will und es verteidigen will, dann hat es jedes Recht des Völkerrechts dazu. Und wir werden die Ukraine darin unterstützen. Möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? Ich verstehe Sie also so, dass man die Ukraine so lange unterstützt, bis zum Beispiel auch die ostukrainischen Provinzen durch ukrainische Truppen im Zweifel zurückerobert sind und dass wir dann eben auch in Kauf nehmen, dass dieser Krieg eventuell sich noch über sehr lange Zeit hinzieht und wir eine sehr lange Unterstützung dort leisten werden. Lieber Herr Reichert, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber die Frage tut ein bisschen so, als ob wir hier Täter und Opfer verwechseln. Russland hat die Ukraine überfallen, völkerrechtswidrig, ist auf ihr Territorium vorgedrungen und sie darf sich dagegen verteidigen in ihrem gesamten Territorium. Vielen Dank. Zu diesem Themenkomplex habe ich jetzt keine weitere Nachfrage. Ich komme dann zur nächsten Fragestellung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Helge Limburg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Sie haben ja in Ihrer einleitenden Bemerkung am Ende auch ausdrücklich den Anspruch formuliert, dass wir als Demokratie, als Rechtsstaat noch moderner, noch liberaler, noch fortschrittlicher werden müssen. Und Sie können sich denken, dass meine Fraktion sich das ausdrücklich teilen. Wie Sie wissen, hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 endlich die sogenannte Ehe für alle eingeführt, also die Möglichkeit, dass auch gleichgeschlechtliche Paare tatsächlich heiraten. Was damals unterblieben ist, ist auch das Abstammungsrecht anzupassen. Sie wissen, dass bei heterosexuellen Paaren ein Kind, was in die Ehe geboren wird, unabhängig davon, wer tatsächlich leiblich der Vater ist, gilt der Ehegatte der Mutter, gilt auch rechtlich als Vater. Das ist bei lesbischen Paaren, die ein Kind bekommen, zum Beispiel anders. Es gibt ja gegenwärtig auch zwei Vorlagebeschlüsse beim Bundesverfassungsgericht, einer aus Celle, einer aus Berlin, die diese Frage klären lassen wollen. Jetzt frage ich Sie ganz konkret, welche gesetzgeberischen Maßnahmen planen Sie auf den Weg zu bringen, um diese Ungleichbehandlung von lesbischen Paaren bezogen auf die Rechte, auf die Rechtsstellung des Kindes und der Eltern zu korrigieren?
Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Limburg. Dafür bin ich sehr dankbar, weil wir da im Haus schon relativ weit sind. Also ich teile völlig die Einschätzung. Wir leben in einer Gesellschaft, die tolerant ist und von der wir auch wissen, dass es fürs Kindeswohl übrigens gut ist. Wir haben sehr viel empirische Evidenz, dass die Kinder auch in homosexuellen Partnerschaften sehr liebevoll aufwachsen, sehr gut behütet aufwachsen, auch gute Bildungskarrieren haben. Also aus der Sicht des Kindeswohls sind da Familien, wie wir sie uns wünschen, die sich um das Kindeswohl bemühen und da auch sehr gut zusammenarbeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass unabhängig von der Frage, ob biologischer Vater ist, wenn er verheiratet ist mit der Mutter, automatisch der rechtliche Vater. Zu schnell schließt, Gleichbehandlung zu vermeiden. Wo beispielsweise der Bio klar gemacht haben in anderen Berücksichtigung finden und deshalb sind diese ersten Schritt hier das Parlament erreicht. So groß sei dieses Problem gar nicht, es gäbe ja die Möglichkeit der Stiefkindadoption. Ne? Also Mutter werden. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, um deutlich eine Wirkung hat, wenn bei der Geburt Beziehung ab dem Zeitpunkt der Geburt zwischen dem Kind, dem Neugeborenen zueinander und werden vom Recht wie Fremde behandelt, also in völligem Widerspruch zu dem, was zwischen ihrem leiblichen Kind und ihrer Partnerin. Und das halte ich für falsch. Das führt im Ergebnis dazu, dass er wie selbstverständlich der rechtliche Vater mit allem Rechten, die daran hören. Und das ist, wie gesagt, eine Ungleichbehandlung. Ich will noch ein zweites sagen. Ich finde das Argument, regt euch doch nicht so auf. Es gibt doch noch einen komplizierteren machen wollen. Warum machen wir es nicht? Das ist jedenfalls das Prinzip der Rechtspolitik, für die wir stehen. Zu diesem Themenkomplex habe ich Nachfragen. Einmal aus der AfD-Fraktion, Frau von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Gedenken Sie also auch, den Paragraphen 1591 BGB zu ändern, der definiert, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat? Oder etwas abstrakter gefragt, was ist eine Mutter für ein Kind? Was der Vater für ein Kind ist, wissen wir, aber wenn zwei Frauen die Mütter sein können, dann frage ich Sie, was ist die Mutter? Denken Sie, den 1591 BGB dann zu ändern und wie vor allen Dingen? Ja. Frau von Storch, Sie haben es nicht so ausgedrückt, aber Sie wollen ja jetzt sozusagen möglicherweise einen Widerspruch konstruieren. Kann die Ehefrau einer Frau, die das Kind geboren hat, Mutter sein, ohne das Kind selber geboren zu haben? Ich halte das offen gestanden für Sophismus, weil entscheidend ist, dass wir zwei Elternteile haben, die das Kind lieben, die sich für die Erziehung engagieren. Und wenn sie das gut machen, ist das gut für das Kind. Und wenn dann die, ja, und wenn dann die Frau der leiblichen Mutter auch eine Frau ist, habe ich kein Problem damit, dass man das Mutter oder zweiten Elternteil, da will ich mich nicht um Worte streiten, das ist Technik. Materiell ist es entscheidend, dass zwei Menschen da sind, die sich rührend und liebend um das Wohlergehen eines Kindes kümmern. Möchten Sie eine Nachfrage stellen?
Ja, ich finde, das ist kein Sophismus. Ich finde, wir denken in Worten und in Vokabeln und die haben Bedeutung. Und deswegen frage ich Sie, was ist die Bedeutung des Wortes Mutter und was ist die Bedeutung des Wortes Vater? Ist es das, wer ein Kind liebt, ist die Mutter? Kommen wir dahin? Können es dann auch mehr als zwei sein? Vielleicht fünf? Liebe Frau von Storch, selbst wenn es so wäre, wo ist denn der Schaden für ein Kind? Wissen Sie, ich glaube, in Adelskreisen ist es üblich, dass Kinder auch mehr als zwei Paten haben, sondern manchmal haben sie 10 Paten, weil offenbar man gesagt Paten, hat, je mehr Menschen sich sozusagen beteiligen wollen, desto besser. Das gilt für Eltern natürlich nicht, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Aber es wird immer wieder so der Versuch unternommen, das rhetorisch ins Absurde zu ziehen. Und wo ist denn das Problem, wenn zwei Menschen gleichen Geschlechts sich rührend und fürsorglich um ein Kind kümmern? Da sind wir vielleicht weiter als einige meinen mögen in der Gesellschaft. Jedenfalls bekomme ich sehr viele Zuschriften von homosexuellen, aber auch von heterosexuellen Paaren, die das verstehen. Und das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, liebe Frau von Storch. Nächste Fragestellerin aus der CDU-CSU-Fraktion zu diesem Komplex, Andrea Lindholz. Ja, sehr geehrter Herr Buschmann, ich hätte dazu noch mal quasi eine Nachfrage. Der Eingangsfall, auf den Sie Bezug genommen haben, der hat sich ja auf die anonyme Samenspende bezogen. Da haben Sie im Prinzip gesagt, man will das mit der Adoption aufheben und direkt auch dann das gleichstellen. Die Elternschaft, ein nachvollziehbarer Weg, weil wir ja da eine anonyme Samenspende haben. Nicht ganz verstanden, und es grundsätzlich auch immer gut und richtig ist, wenn sich zwei Eltern um ein Kind kümmern. Das hat für ein Kind nur Vorteile. Der zweite Fall, den Sie eben nur so angerissen haben, ja, das habe ich ein gleichgeschlechtliches Paar und ich habe im Prinzip einen biologischen Vater, der auch noch der Vater sein will. Können Sie uns vielleicht noch mal erläutern, wie weit Sie an dieser Stelle sind und ob Sie hier möglicherweise beabsichtigen, die biologische Vaterschaft sozusagen so aufzuheben zugunsten einer, ich nenne es jetzt mal, sozialen Elternschaft oder wie man es auch anders formulieren kann. Also wie stellen Sie sich das genau vor? Also es gibt ja Gründe, warum ich gesagt habe, es gibt einen ersten Schritt, der ist relativ einfach zu machen und einen zweiten Schritt, der ist komplexer. Ich glaube, dass wir den auch nicht irgendwie salopp formulieren können. Wir brauchen da ganz engen Austausch, weil, ich will es nur noch mal sagen, es ist rechtliche Selbstverständlichkeit, natürlich haben auch Väter Rechte. Und in einem solchen Dreiecksverhältnis müssen wir auch für die Rechte der Väter sorgen, dass in einem solchen Dreiecksverhältnis, das wir dann ja haben, zwei Frauen sind miteinander verheiratet und es gibt einen biologischen Vater, der nicht anonymer Samenspender ist, dass wir dort eine angemessene Lösung finden, dass alle drei zu ihrem Recht gelangen. Und das will ich Ihnen klar sagen, dafür habe ich noch keine perfekte Blaupause. Wir arbeiten daran. Das wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern, weil es eben kompliziert ist und weil es natürlich sehr viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, weil sie nicht aus der Erziehung des Kindes beispielsweise rausgedrängt werden wollen. Und diese Sorgen, die will ich den Leuten nehmen. Eine Lösung, die wir da finden werden, wird für einen vernünftigen Ausgleich in diesem Dreieck sorgen. Frage stellen. Die Ausführungen werden ja jetzt schon etwas konkreter. Wo sehen Sie an der Stelle eigentlich das Kind mit seinen Rechten? Wie berücksichtigen Sie die Kinderrechte? Und können Sie sich dementsprechend auch vorstellen, aus dem, was Sie erläutert haben, dass drei Personen Elternteil wären? Oder sagen Sie, die Lösung schließe ich kategorisch aus? Die Lösung will ich gar nicht ausschließen, weil wenn drei erwachsene Menschen, die durch das Kind miteinander verbunden sind, sich einig sind, wie sie gemeinsam zum Besten des Kindes miteinander für die Erziehung sorgen wollen, dann ist das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann, dass es keinen Streit gibt, dass es keinen Konflikt gibt, dass nicht auf dem Rücken des Kindes gestritten wird. Und das Zweite, was ich sagen muss, der oberste Maßstab ist für uns immer das Kindeswohl. Wir sind ja hier nicht im Bereich des Sachenrechts, wo man um ein Auto oder ein Haus streitet. Es geht um ein Kind, das mit eigener Persönlichkeit, das selber Grundrechtsträger, Rechtssubjekt ist, wie Juristen so technisch sagen. Es geht um ein Kind, um einen Menschen. Und deshalb ist das Kindeswohl immer der oberste Maßstab bei allem, was wir hier vorbereiten. Cool.
Frau Kollegin Lindholz, Sie waren jetzt Nutznießerin des Präsidiumswechsels, weil eigentlich hatten Sie ja eine Nachfrage zu der Frage, die vorhin aufgerufen war, und haben jetzt schon eine weitere gestellt. Also bei mir auf der Also die nächste Frage noch zu diesem Komplex stellt die Kollegin Helling-Pla. Und dann gehen wir erstmal hier in der Reihenfolge weiter. Vielen Dank, Herr Minister. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass Sie eine sehr ehrgeizige Agenda vorgelegt haben, gerade auch auf dem Gebiet des Familienrechts, denn da liegt ja wirklich vieles im Argen. Da haben Vorgängerregierungen es völlig unterlassen, unser Familienrecht an unsere moderne Gesellschaft anzupassen. Wir haben uns da als Koalition ja auch wirklich viel vorgenommen, um die Situation der Kinder zu verbessern, um sie in Trennungsfamilien zu verbessern, um sie in Regenbogenfamilien zu verbessern. Ein Projekt, das Sie in dem Zusammenhang auch schon angekündigt haben, dem Sie näher treten wollen, ist ja die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. Da würde mich interessieren, welchen Konstellationen Sie da konkret mithelfen wollen mit diesem Instrument. Ja, herzlichen Dank. Also die Verantwortungsgemeinschaft ist letztendlich eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen glücklicherweise älter werden. Das heißt aber, wir haben auch immer mehr ältere Menschen, auch ohne Partner, die vielleicht nicht ins Pflegeheim wollen, die sich mit anderen zusammentun, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten, die WGs bilden. Und dann stellen sich möglicherweise mietrechtliche Fragen, Fragen der Auskunftsansprüche im Krankenhaus und so weiter und so fort. Darauf wollen wir eine Antwort geben. Wir haben eine Gesellschaft mit mehr Alleinerziehenden. Und wenn man berufstätig sein will und sozusagen ein Kind erziehen will, dann ist das eine große Belastung. Dann gibt es Leute, die sich zusammentun, die sich unterstützen wollen. Die wollen nicht heiraten, aber die wollen sich einfach gegenseitig helfen. Und solche Beispiele lassen sich viele finden. Auch ist es heute normal, dass manchmal die erwachsenen Kinder auch hunderte Kilometer weit weg leben. Da kann man nicht mal eben zu Hause bei den alten Eltern vorbeischauen. Und was ich nie verstanden habe, ist, dass wir in einem Land leben, das beim Geldverdienen den Menschen unglaublich viele Vehikel passgenau zur Verfügung stellt. GmbH, OHG, AG, Kommanditgesellschaft, Aktie und so weiter und so fort. Also wenn es ums Geldverdienen geht, beim Kooperieren zum Geldverdienen, da bieten wir einen ganz breiten Strauß an Möglichkeiten. Aber wenn Menschen sich im Alltag helfen wollen, dann haben wir im Moment nur Adoption und Ehe. Und das wollen die einfach nicht, diese Menschen, die ich beschrieben habe. Und denen bieten wir die Verantwortungsgemeinschaft an. Ich muss jetzt trotzdem, das sei entschuldigt, weil ich, wie gesagt, gerade hier reingewechselt bin. War das jetzt noch eine Nachfrage zu diesem Komplex aus der Unionsfraktion? Ja, dann. Aber ach so. Sie haben dann jetzt noch mal die 30-Sekunden-Variante und dann rufe ich als Letzte zu diesem Komplex Ihre Frage auf und dann kommen wir zur fünften Ausgangsfrage. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, Sie haben sehr deutlich gemacht, wie groß der Bedarf tatsächlich in der Gesellschaft für ein solches Instrument ist und wie vielfältig die Konstellationen sind, denen wir damit helfen könnten. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch vielleicht noch Ausführungen zur näheren Ausgestaltung, wie Sie sich das konkret vorstellen, dieses Rechtsinstitut auszugestalten, machen könnten. Vielen Dank. Ja, es gibt da ja Vorarbeiten aus der letzten Legislaturperiode. Es gibt Ausführungen im Koalitionsvertrag und all das wollen wir jetzt in ein Eckpunktepapier zusammenführen, um mit allen, die guten Willens sind, über die Sache konstruktiv zu sprechen, auch gerne in einen kritischen Dialog einzutreten, weil egal wie gut ein Vorschlag ist, man kann ihn immer noch besser machen. Das wollen wir sozusagen in Kürze vorlegen und dann werden wir mit allen beteiligten Kreisen darüber sprechen. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr bei bestimmten Themen festbeißen. Also es wird sehr intensiv gestritten über die Frage, welche steuerliche Bedeutung das hat. Ich glaube, im Alltag vieler Menschen ist die Frage gar nicht so bedeutsam, weil die älteren Menschen im Regelfall nicht so hohe Einkommen haben, wie wenn sie noch berufstätig sind. Das ist da nicht so bedeutsam und wir sollten uns nicht an meine persönliche Auffassung bei Nebenkriegsschauplätzen festbeißen. Ich bin aber sozusagen daran interessiert, dass wir keine Konflikte oder keinen Kulturkampf um dieses Instrument aufbauen, sondern dass wir mit allen einen pragmatischen, vernünftigen Dialog führen. In Ordnung. Sie kommen mir im Moment sehr entgegen. Diese Nachfrage ist gestrichen.
Und da eventuell die Chance, wenn ich von meinem Recht Gebrauch mache, die Regierungsbefragung um maximal 15 Minuten zu verlängern, dass wir noch die Koalition hat hier sozusagen, trifft hier sozusagen zu. Dieser Schritt betrifft ja auch Ihren Verantwortungsbereich der Justiz. Insofern hoffe ich, dass Sie im Gegensatz zu den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses nicht erst letzte Woche davon erfahren haben, dass dies noch dieses Jahr passieren soll. Meine Frage an Sie, werden Sie die umgehende Entkriminalisierung des Cannabiskonsums umsetzen, um vor der Legalisierung bereits tausende unnötige Strafverfahren zu vermeiden? Ja, herzlichen Dank. Also, dass Parteien an der Stelle was tun wollten, das war bei vielen Parteien schon der Fall. Da trug die Partei Die Linke noch gar nicht den Namen. Also insofern brauchten wir da sicherlich keine Nachhilfe, wenn ich das einmal so vorweg schicken darf. Zweitens ist es so, wir wollen ja hier ein Gesamtkonzept verfolgen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir den, ich darf es mal so flapsig, den Dealer arbeitslos machen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Konsumenten auf vernünftige Produktqualität verlassen können. Und wir wollen dafür sorgen, dass eben Missbrauch vermieden wird dadurch, dass wir qualifizierte Verkaufsstellen haben. Das ist ein Gesamtkonzept. Und in diesem Gesamtkonzept wirkt der Gesundheitsminister natürlich federführend. Da wirkt aber auch Cem Özdemir mit, da wirke ich mit. Und vielleicht hat ja auch dazu beigetragen, dass wir da jetzt schnell hoffentlich vorankommen, dass wir in Meseberg zu dritt da noch mal sehr intensiv gesprochen haben. Und darüber freue ich mich sehr, dass der Gesundheitsminister jetzt diesen Aufschlag gemacht hat. Es wird so sein, so ein Gesetz, wenn man es vorlegt, braucht ja schon ein paar Monate, um hier durchs Parlament zu kommen. Aber mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ich gehe davon aus, dass Sie in diesem Jahr dann nur zu dritt gesprochen haben miteinander, sehr geehrter Herr Minister. Meine anschließende Frage ist aber schon, und vielleicht braucht es dann noch die Unterstützung von der Linken, was passiert denn mit den Menschen, die bis dahin noch mit Cannabis, auch geringen Mengen von Cannabis in manchen Bundesländern wie in Bayern, quasi ist es ja wirklich sehr, sehr strafbar. Was geschieht denn mit denen? Wie gedenken Sie, mit den vielen laufenden Strafverfahren umzugehen, wenn sie erst in naher Zukunft legal werden soll? Werden Sie eine Amnestie für diese Verfahren anbieten? Und was sind Ihre Ideen, da um dieser Entkriminalisierung schon im Vorhinein irgendwie die Möglichkeit zu bieten? Also es wird ja immer wieder so getan, als ob im liberalen Verfassungsstaat der Justizminister sagen könnte, dass Gesetze nicht mehr gelten. Das ist aber nicht so. Also die Rechtslage kann ich nicht per Ordre der Bundesjustizminister verändern. Und ich möchte das auch als überzeugter Demokrat sagen, das ist auch gut so, dass die Regierung sich nicht aussucht, an welche Gesetze sie sich hält. Das gilt in Deutschland und auch in Bayern. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, wir haben natürlich durchgeprüft, was man tun kann, aber die Strafverfolgung, die Staatsanwaltschaften, auch die Praxis der Staatsanwaltschaften wird in den Ländern festgelegt. Jetzt kann man Kritik am Föderalismus üben, aber es ist so, wie es ist. Also die Möglichkeit, die immer wieder diskutiert wird, es gäbe im Justizministerium einen Knopf, den müsste ich nur drücken und dann würde keine Strafverfolgung mehr stattfinden, obwohl wir Straftatbestände haben, die in Kraft sind, die geltendes Recht sind. Diesen Knopf gibt es nicht. Und wenn es die Illusion irgendwo geben sollte, dass es ihn gäbe, muss ich sagen, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe alle meine 851 Beamten gefragt, aber keiner kennt diesen Knopf und ich kenne ihn auch nicht. Der Abgeordnete Peterka hat das Wort zu einer Nachfrage. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Herr Minister, Sie haben ja in Ihren einleitenden Ausführungen auch durchaus löblich das Völkerrecht herausgekehrt. Dann kennen Sie ja im Zusammenhang mit der Cannabis-Legalisierung sicherlich das sogenannte Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe der UN, wo auch Deutschland noch zurzeit Mitzeichner ist, was eine Legalisierung von Cannabis für unzulässig erklärt. Deswegen meine Frage, wird das dann ignoriert, wie es ja zum Beispiel Kanada tut, also quasi den UN-Vertrag verletzt, oder steigt dann Deutschland fristgerecht aus diesem Vertrag aus, wenn Cannabis legalisiert werden soll?
Also diese Dinge sind natürlich Ergebnis einer, ich darf sag das mal so offen sagen, einer jahrzehntelang verfehlten Drogenpolitik, die im Bereich der weichen Drogen auf Prohibition und Repression gesetzt hat. Und diese Überzeugung gab es über viele Jahrzehnte auch in Mehrheiten und die gab es in vielen Staaten. Und deshalb schlagen sich solche Ansichten natürlich auch in internationalen Übereinkünften nieder. Wenn wir das verändern wollen, dann ist unser Auftrag, das zu verändern. Aber wir sehen doch beispielsweise bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, eine wirklich große demokratische Nation, die waren parlamentarisch noch bevor das Großbritannien geworden ist, also wirklich eine vorbildliche Nation, die es geschafft hat, einen guten Weg hinzubekommen. Und wenn ich ganz offen sagen darf, auch was die demokratische und rechtsstaatliche Tradition Kanadas angeht, die ist älter als unsere. Und wenn diese Staaten es hinbekommen, dann kriegen wir es auch hin. Zur Erläuterung, ich habe jetzt schon verlängert die Regierungsbefragung und habe auch das Ziel erklärt, dass wir mindestens einmal durchkommen, dass alle Fraktionen auch eine Frage hier entsprechend oder einen Komplex einbringen können. Deshalb lasse ich jetzt da keine Nachfrage zu, sondern rufe nun als sechste Fragestellerin Katrin Helling-Pla auf. Vielen Dank, Herr Minister. Sie nehmen ja auch in Ihrem Ressort Digitalisierung sehr ernst, sind da ehrgeizig vorangegangen. Mich würde der Aspekt der Digitalisierung im Gesellschaftsrecht besonders interessieren. Da haben Sie ja auch einen Gesetzentwurf zu virtuellen Hauptversammlungen vorgelegt. Welche Chancen sehen Sie in diesem Zusammenhang in der dauerhaften Einführung der Online-Hauptversammlung von Aktiengesellschaften? Ja, ganz herzlichen Dank. Wir werden ja in dieser Woche noch Gelegenheit haben, darüber zu debattieren. In erster Lesung kommt ja der Gesetzentwurf hier in dieses Haus. Und wir haben Folgendes gesehen. Die virtuelle Hauptversammlung war eigentlich so eine Art Notnagel in der Pandemie. Man hat vorher immer drüber nachgedacht, man hat sich nicht getraut. Dann musste man es machen, weil es nicht anders ging. Und siehe da, man hat festgestellt, so schlimm war das gar nicht, sondern es hat gut funktioniert. Die Zahl der Fragen auch der Aktionäre ist gestiegen, die Qualität der Antworten ist gestiegen und das hat auch technisch funktioniert. Und deshalb haben wir im Hause gesagt, dann machen wir daraus jetzt eine Dauerlösung, weil es natürlich auch wieder so ist, wir erleichtern Menschen das Leben. Ja, wenn sie in Hamburg leben, Aktionär eines Unternehmens sind, das in München sitzt, da seine Hauptversammlung macht, dann muss ich mich halt nicht 8 Stunden in den Zug setzen und mir nicht 2 Tage freinehmen, um dort meine Rechte wahrzunehmen, sondern ich kann mich dann halt virtuell aufschalten. Das ist ein weiterer Schritt der Digitalisierung, weil Digitalisierung ist nie la pour la, sondern es dient immer dazu, das Leben der Menschen ein Stück weit leichter zu machen, es leichter zu machen, die eigenen Rechte wahrzunehmen. Und das machen wir natürlich auch bei der digitalen Hauptversammlung. Sie haben keine Nachfrage. Damit haben wir die gute Chance, die Frage der Kollegin Andrea Lindholz aufzurufen. Dankeschön, sehr nett. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Herr Buschmann, ich will noch mal eingangs auf den Ukraine-Krieg zurückgehen und zunächst auch noch mal dem GBA für die wirklich hervorragende Arbeit mit seinem Team danken. Was uns beschäftigt ist, eine Möglichkeit, auch Russland unter Druck zu setzen, ist ja auch gegen das Vermögen von Oligarchen einzufrieren. Es ist jetzt so, wenn ich Geld eingefroren habe, kann ich es nicht mehr nutzen. Anders ist es bei Yachten, bei Immobilien im schönen Süden Bayerns und an anderer Stelle. Das kann zwar nicht mehr verwertet, aber es kann noch genutzt werden. Meine Frage ist, finden Sie das okay, dass die Oligarchen ihr Vermögen quasi noch nutzen dürfen, bewohnen dürfen und einfach noch damit verfahren dürfen? Und wenn nein, beabsichtigen Sie das zu ändern, weil es widerspricht ja dem Gedanken des Einfrierens? Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Die Frage so zu formulieren, heißt sie auch schon beantwortet zu haben implizit. Und wir sind als Bundesregierung ja auch schon aktiv geworden. Just heute im Kabinett ist ja durchgegangen auch ein Entwurf des Finanzministers, der eben die Durchsetzung der Sanktionen gegen Personen, die auf der Sanktionenliste stehen, verbessern soll. Beispielsweise, indem man sozusagen auch eine Auskunftspflicht etabliert. Das ist so ein bisschen wie bei der Steuererklärung. Da sagen wir auch als Staat, du als Steuerbürger sagst uns, was du für Einkünfte hast. Wir ermitteln nicht gegen dich, sondern du sagst uns erstmal, was du hast. Und dieses Prinzip überträgt der Finanzminister, liegt ganz nah für einen Finanzminister, jetzt auch auf den Bereich der Durchsetzung von Sanktionen.
Sanktionen, damit wir dann überhaupt wissen, wem was gehört, wer etwas nutzen kann. Und so wollen wir die Festsetzung von Vermögensgegenständen, die Ermittlung von Vermögensgegenständen und auch das Einfrieren von Vermögensgegenständen verbessern. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Konkrete Nachfrage. Ich kenne den Entwurf, vielen Dank. Und deswegen ist ja genau noch mal meine explizite Frage. Es geht darum, nicht nur zu wissen, wem es gehört, sondern wenn wir wissen, wem es gehört, dass er seine Immobilie auch nicht mehr nutzen kann. Das ist meines Erachtens in dem Entwurf nicht drin. Das ist zum Beispiel in Italien der Fall. Deswegen wäre meine Frage, setzen Sie sich dafür ein, wenn es noch nicht geregelt ist, wovon ich ausgehe, nachdem ich es gelesen habe, dass man eben auch diese Nutzungsuntersagung für Sachgüter explizit dort festschreibt, dass es bei uns auch so geregelt wird, wie es zum Beispiel in Italien der Fall ist. Weil das kann man ja ansonsten auch nicht verstehen, warum wir das nicht gleich miterledigen, sozusagen. Also wir tun das, was wir tun können, um die Sanktionsbeschlüsse, die wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern getroffen haben, auch durchzusetzen. Und da will ich jetzt gar nicht irgendwas Einzelnes herausgreifen, sondern das ist ja das Ziel und die Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass wir beschlossene Sanktionen effektiv und zügig durchsetzen können. Es gibt eine Nachfrage aus der AfD-Fraktion. Herr Justizminister, Sie haben gerade eben angesprochen, dass Sie darauf hinwirken, dass Sanktionen nicht unterlaufen werden. Just in den letzten Tagen kam eine Pressemitteilung, dass die Entwicklungszusammenarbeit mehrere Milliarden Euro Unterstützung für Indien vorsieht. Indien ist Teil der BRICS-Staaten und Indien kauft gerade in großem Stil, die Medien berichten von etwa einem Viertel der russischen Ölproduktion, Öl auf. Ist das nicht ein Unterlaufen unserer Sanktionen und ist das dem Steuerzahler glaubhaft zu vermitteln, dass wir Milliarden deutsches Steuergeld nach Indien zahlen und hier Öl und Gas gekauft wird? Schlimmstenfalls kaufen wir dann wahrscheinlich von Indien, wenn der Gashahn zu Russland abgestellt ist, Öl und zahlen es damit zwei- oder dreimal. Wie stehen Sie dazu? Also zunächst einmal, ich bin der Bundesjustizminister, ich bin nicht der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und so weiter. Trotzdem, ich will der Frage gar nicht ausweichen. Ich finde es nicht gut, dass wenn wir versuchen, gute Beziehungen mit Indien zu haben, einem der größten Länder der Welt, der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, einem der immer wichtiger werdenden Länder der Welt, die eine große Rolle spielen werden, auch in der Gestaltung der Zukunft unseres Planeten, dass wir versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen. Es ist, glaube ich, die Aufgabe der Bundesregierung, gute Beziehungen zu Indien zu haben. Und deshalb ist das, was ich als Vertreter der Bundesregierung dazu sagen kann und alles Weitere, was die Verwendung von Mitteln angeht, wie sich diese guten Beziehungen im Detail am besten aufbauen lassen, das ist eine hervorragende Frage für die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister. Ich beende die Befragung. So, das war also hier die Befragung mit Bundesjustizminister Marco Buschmann, die ein bisschen länger gedauert hat als normalerweise, weil es eben sehr viele Fragen zu den unterschiedlichen Themen gab. Wir verlassen den Bundestag für eine Weile, kommen aber zur Aktuellen Stunde wieder. In einer guten Stunde soll es soweit sein. Dann geht es um die europäische Agrarpolitik und danach gibt